Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video aus der Reihe Home Workout gegen den Coronavirus. Bleibt zu Hause, Leute, nochmal die Erinnerung. Mein Training läuft ganz gut. Ich habe noch nicht so viel Muskulatur verloren und ich versuche dran zu bleiben. Und ich hoffe, ihr zu Hause auch, dass ihr nicht aufgebt, nicht irgendwie fett werdet, depressiv auf dem Sofa, sondern motiviert bleibt und mit mir zusammen durchzieht. Heute geht es um die Übung für die Brust. Jawohl, Leute, ich weiß, viele Boys haben auf dieses Video gewartet. Ganz wichtig vorab, ihr könnt die ganzen Variationen noch auf den Knien machen, dann ist es leichter. Ihr könnt die ganzen Variationen auch erhöht machen, dann ist es schwerer. Und ich werde jetzt nicht das Video wiederholen, was ich schon für das perfekte Liegestütz-Workout oder das perfekte Brust-Workout gemacht habe. Denn das Ganze macht ja keinen Sinn. Haben wir ja schon. Wer das noch nicht gesehen hat, wie man die obere, mittlere, untere Brust targetiert beim Training mit den Push-Ups, klickt einfach mal zurück, schaut euch auf meinem Kanal das Video an. Diese Sachen könnt ihr auch zu Hause mega gut anwenden. Aber was ich euch zeigen will, sind einfach nur ein paar andere Übungen. Euch sagen, wie targetiert das den Muskel, und darum geht es heute. Ja, den Standard-Push-Up kennt ihr ja alle. Deswegen lassen wir den einfach mal direkt raus. Um das Ganze jetzt ein bisschen schwerer zu machen, machen wir einmal Archer-Push-Ups. Das sind diese hier. Warum ist das schwerer? Ganz einfach, weil wir nur einen Arm targetieren, nur eine Brust. Let's go, ich zeige euch mal ein paar Wiederholungen. Super anstrengende Übung, wenn ihr sie ordentlich macht. Und haut auf jeden Fall ordentlich rein. Nummer 2 kennt wahrscheinlich jeder von euch, sind die Diamond Push-Ups. Sind richtig heftig hier für die untere Brust, finde ich. Und nochmal ordentlich für den Trizeps. Aber schon eine schwierigere Push-Up-Variante, okay? Das heißt, vielleicht wird die euch nicht so einfach fallen. Heißt, starten hier, Spannung aufbauen. Jetzt wichtig, dass das nicht hier vorne ist, sondern schön hier. Ganz wichtiger Tipp bei den Push-Ups. Ähnlich wie beim Training im Gym. Versucht in den letzten Wiederholungen nochmal anzuspannen. Das heißt, wenn ihr hier seid, tack, dann spannt ihr nochmal kurz oben an. Haltet, spürt den Muskel, weil gerade jetzt, wo wir viel funktional trainieren müssen, ohne Gewichte, ist das Muskelgefühl unglaublich wichtig, damit ihr auch den Muskel richtig treffen könnt. So, jetzt kommt ein bisschen Geräte dazu, aber Geräte, die ihr safe zu Hause habt. Und da fangen wir an mit Dips. Dips, super für die untere Brust, auch gut für die Schulter, für den Trizeps. Aber zwei Variationen. Ihr könnt einmal die Dips ganz normal machen. Zack. Jeder kennt es, auch so hängen lassen geht auch. Zack. 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 Dabei achtet drauf, dass die Ellbogen sich immer nach hinten bewegen, nicht nach hier, okay? Immer nach hier hinten, nicht ausweichen. Zweite Variation, schon schwieriger, wenn ihr versucht, das Gewicht nach vorne zu verlagern. Fast wie bei einer Planche, das heißt, ihr seid hier, dann hier und macht hier. Huh. Die Dips. Geil, ey. Hab ich tatsächlich noch nie selber zu Hause gemacht hier. Ich hatte ein bisschen Angst, das hier oben zu machen, an den Teilen, aber unten funktioniert super. Nimmt stabile Stühle, dann seid ihr da auf jeden Fall safe, könnt effektiv trainieren. Eure Mutter zu Hause und eure Frau, eure Freundin wird sich freuen, denn wir putzen jetzt ein bisschen den Boden. Wie ihr seht, Location-Wechsel, heute ein paar Push-Ups in der Küche noch. Ihr braucht solche Tücher oder irgendetwas, was rutscht. Ihr könnt auch Klamotten nehmen, ist total egal. Und ihr braucht einen Boden, der ein bisschen rutschig ist. Denn jetzt ist das Schwierigste, die Fliegenden- und Butterfly-Übungen, die fehlen uns ja komplett. Und die kann man super imitieren auch. Ist aber schon schwerer, schwerer als Butterfly vor allem. Aber nichtsdestotrotz will ich euch diese Übung nicht vorenthalten. Ihr seid also hier. Dann geht ihr raus
und zieht rein, raus, rein. Das Wichtige ist, darauf zu achten, dass ihr nicht hier nur pusht, sondern wirklich auch zieht. Ja? Das heißt, diese ziehende Bewegung ist extrem, extrem wichtig. Ihr könnt das mit beiden gleichzeitig machen, ist in der Plank-Position aber schon richtig schwer. Deswegen empfehle ich euch, macht ihr eine Plank, setzt die Knie ab, tack, und macht es so. Auch hier bei diesen Übungen könnt ihr jetzt den Winkel wieder verändern. Das heißt, je nachdem, wie ihr zieht, von oben nach unten, von der Seite zur Mitte, von unten nach oben, verändert ihr den Winkel, den ihr treffen wollt. Genauso wie beim Kabelzug sozusagen. Wenn ihr mein Kabelzug-Video gesehen habt, checkt es mal aus. Da erkläre ich diese Richtung, was für was gut ist und wie ihr da den Muskel treffen könnt. Yes, Leute, das war's schon. Ich putze jetzt noch eine Runde weiter und ich hoffe, ihr bleibt dabei, seid motiviert. Abonnieren nicht vergessen. Ein paar Workouts kommen noch. Wir haben Brust, Schultern und Beine gemacht. Wir haben noch Bauch, Rücken, das wird richtig schwer. Scheiße, mein Rücken ohne Geräte, richtig ätzend. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen auch ein bisschen Rücken trainieren, ne? Naja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.